Der namenlose Held ist mal wieder in der Flusshöhle an der Westküste. Und ich glaube, hinter diesem Kraftfeld, was ich da mal gefunden hatte, mach mal Gluck, ist nur noch ein Ghoul. Zumindest hatte ich da nichts mehr gesehen. Aber eine Steinplatte wäre ganz schick zu finden. Hier ging es weiter, oder? Ja, glaub schon. Wobei, da hinten sind Ruinen. Es kann sein, dass ich da hinkomme jetzt. Das kann wirklich sein. Und hier geht der Kampf los gegen diesen Ghoul hinter der Kraftwand. Da oben ist er, der Schweinehund. Wie mache ich denn jetzt am besten dieses Kraftfeld weg? Das geht mit dieser Rune. Ich mache das mal anstatt Schlösser öffnen. Also 9. Und? Hallo, Ghoul? Ja, da bist du schon, wie ich dich vermisst habe. Ah, bist du schnell! Und auch schnell tot. Ist jetzt hier endlich Frieden? Keine Kampfmusik mehr? Ja. Einmal Ghoul krallen. Und die Frage ist, war das hier alles oder geht es hier weiter? Es geht weiter. Ah, das ist was Größeres. Okay, also dann Vorsicht. Oh, das ist sehr groß. Telekinese. Das heißt aber auch, die Chance, hier noch eine Steinplatte zu finden, die ist gar nicht so gering. Und das Autospeichern kommt auch ziemlich gelegen. Oh. Da ist eine Falle. Oh, da sind mehrere Fallen und da ist ein. Ah, Moment mal. Ein untoter Krieger. Läufst du für mich in die Falle? Das wäre sehr schön. Nein, machst du nicht. Aber du kannst auch gerne stehen bleiben. Das ist mir genauso lieb. Wumm, weg. Ist da rechts noch einer? Ich glaube nicht, ich sehe gerade nichts. Also ich könnte jetzt drüber levitieren. Und ich bin im Kampf gegen irgendwen. Mach mal Gluck. Ist da unten was? Ah, ich sehe nichts. Ich muss hier runterspringen. Das bringt ja alles nichts. Ei! Oh ja, hier ist jemand. Jemand sehr Verärgertes. Und das Licht geht aus. Also hier ist gerade keiner. Mach mal Telekinese an. Das ist ein Droidenschirling. Pack ihn ein. Was ist hier noch? Gar nichts. Ich kann hier auch keinen Hebel sehen. Oder einen Ring vielleicht? Gibt's hier Ringe? Nö. Okay, dann am besten hier hoch. Da hoch. Gibt's hier Ringe? Die ich nicht gesehen habe? Nö. Der da, aber da steckt eine Fackel drin. Ein Ring, in dem eine Fackel drin steckt, hat noch nie irgendwas bewirkt. Vorsicht. Jetzt müsste ich da eigentlich mal dezent rübergleiten. Mit Levitation am besten, wenn ich die richtige Taste finde. Ah, Vorsicht. Da ist doch noch einer. Und er ist... schnell. Und er ist untot. Und er läuft nicht über die Falltür. Zweimal muss ich ihn noch treffen. Das wird irgendwie zu machen sein, oder? Jawoll. Weg. Echsenschwert und da ist noch einer in der Nähe. 14 Gold und dann erstmal der hier. Echsenschwert. 12 Gold, ein kleiner Heiltrank. Hier gibt es einen... Ring? Tja, was macht der Ring? Ich würde mal behaupten, der macht die Falle da weg. Aber sicher bin ich mir nicht. Da geht's runter.
Ah, hier, Hebel. Was machst denn du? Machst das Gitter hoch. Was kann ich denn hier tun? Oh, Anti-Magie-Zone. Es wird dunkel. Und es bebt. Es ist sehr ungemütlich hier. Ah, da ist ein Schalter. Und da ich keine Telekinese habe... Ah, Gitter im Gesicht. Okay, höher. Okay, da hätte ich aufgeschossen. Und da ist eine hässliche Aschebestie. Eine Untote. Hihi, ich treffe sie sogar. Aber, ja, das bringt ja nichts. Das muss ich anders machen. Und ich bin mit irgendjemandem im Kampf. Ich weiß nicht mit wem. Hier kann ich wieder Licht zaubern, oder? Ja. Okay, also das, die eine Tür habe ich aufgemacht. Was ist das hier? Hebel. Geht da die Tür auf? Ja, geht sie. Feuerball. Die Falle ist nicht zu deaktivieren irgendwie. Ich höre Gegrunz in meiner Nähe. Aber wo? Hier ist doch gar nichts. Moment mal, hier sind zwei Pilze. Eine Steinplatte! Hihihi! Schnell, 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 schnell. Wo ist sie denn? Da, 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 da. Weisheit 197. Weisheit 200. Ich glaube, mehr als 200 Weisheit kann man gar nicht haben. So eine Steinplatte gibt doch sonst immer 4 Punkte Weisheit. Also hätten es jetzt 201 sein müssen, aber geht nicht. Und ich höre ganz, ganz viele Echsen in meiner Nähe. Aber ich kann nichts sehen. Hier gibt es auch keine Ringe. Den hatte ich schon gezogen. Ich kann entweder hier durchrennen. Oh, da hinten. Dich versuche ich mal wegzuhauen. Untoter Krieger. Komm, geh hoch. Oh, ihr kommt ja alle beide. Und ich schieß daneben. Weg. War das nicht noch einer? Ist der eine in die Falle gerannt? Nee, oder? Nee. Dann war es doch nur einer. Hm. 3 Gold? Nein, 3 rohes Fleisch. Wo ist denn dein Schwert? Wo ist dein Schwert? Ah, Telekinese. Hebel, Hebel, ja. Wo ist denn dein Schwert? Jeder Echsenkrieger hat ein Schwert. Ist denn... Ja. Ist etwa dein Schwert runtergefallen? Kann das sein? Ja, hier sehe ich nichts, was ich aktivieren kann. Na gut. Dann soll es wohl so sein. Dann geht's mal runter. Novizentopf und ein bisschen Fischsuppe. Und noch einen. Und noch einen. So. So, das hier ist ja ganz offensichtlich eine Falltür. Und ich fürchte... Oh, da unten ist eine Anti-Magie-Zone. Das ist... Oh, da sind welche. Ich sehe welche. Kommst du? Mach mal Licht. Da, ganz hinten, da ist einer. Wenn ich dich mal anlocken könnte. Du kommst aber nicht. Oh, das ist echt total doof. Na gut, ich kann es ja nicht ändern. Und ja, hier ist... Ah! Hoffentlich nicht das Grab des Helden. Weg. Hallo Brontox. Oh, das ist nicht schön. Trink dich mal rund und gesund, aber hier habe ich Platz zum Laufen. Alles gut. Gluck. Gluck. Eile. Eile. Eile.
Danke. Ah, es ist irgendwie alles dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß, ich habe eine Horde Brontox und zwei untote Echsenkrieger an der Backe. Zwei Brontox sind weg. Oh, das waren viele. Das waren fast alle. Oh, oh, das wackelt noch. Aber es ist tot. Puh. Zwei rohes Fleisch, ein Brontokorn. Das gleiche nochmal. Und nochmal. 14 Gold. Nochmal zwei rohes Fleisch, ein Brontokorn. 14 Gold, ein rohes Fleisch. Und ich muss schon wieder an meine Vorräte hier. Zack, und dann hier auch mal ein bisschen so. Gut, also wo kam ich her? Ach so, die Echsenschwerter, natürlich. Ich muss zwei Stück finden. Wo ist denn deins? Da. Und vorne lag auch noch eins, das war das von dem einen oben, den ich da oben umgehauen hatte. Und zwar liegt das genau da, wo ich es jetzt nicht mehr finde. Das war hier hinten. Genau hier. Da habe ich aufgeschossen, die Tür, genau. Ich bin einfach nur eine Ebene tiefer jetzt. Hier geht's gar nicht weiter, doch hier geht's weiter. Ach, das war die Tür, wo ich schon auf der anderen Seite war. Hier ist dieser Durchbruch. Genau, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da ist nichts. Hier sind zwei Särge. Und ich bin ziemlich sicher, dass da welche drin sind. Ja, das ist ja völlig klar. Ah, ich hänge hier an dieser hässlichen Tür. Rostiges Schwert. Drei kleine Heiltränke, ein paar Goldmünzen und ein Knochen war das. Ich habe es gar nicht genau gesehen. Aber hier, hier ist was drin. Und zwar, Trommelwirbel. Ein Speer, ein Ring, ein Fläschchen und ein kleiner Saphir. Naja. Gar nicht schlecht. Nimm mal einen kleinen Heiltrank. So, dann geht's hier weiter. Da habe ich ja viele, viele Türen. Wie kriege ich die alle auf? Keine Ahnung. Das ist auch eine Tür, oder? Ah, hier geht's weiter. Und hier ist eine Säule. Lies mal, ist da hinten auch eine? Nö, das ist die einzige. Hier gibt es eine Karte der gesamten Anlage. Eine Karte der gesamten Anlage, heißt das, du hast die jetzt? Ja, tatsächlich. Oh, ist das groß. Aha. Okay, okay, okay. Ja. Also, hier gibt es einiges aufzumachen. Manchmal konnte ich solche Dinger hier ja einhacken. Geht das auch hier? Nee. Kann ich nicht zerhacken, das hier? Dieser Stein sieht ruhig aus. Aha. Gut. So, Vorsicht. Pass auf, dass dir da keiner ins Gesicht springt, lieber Held. Oh, ein Schalterchen, aber ich schaue erstmal das Ding an. Nee, da ist nix. So, ich nehme mal an, dass hier irgendwas aufgeht, wenn ich den jetzt drücke. Ist hier irgendwas? Nö. Was geht auf? Links geht's auf. Karte. Ja, okay, diesen Schalter habe ich da, diesen roten Punkt. Und jetzt geht's da in einen Gang, dann geht's links rum. Ah, links rum. Ah, verstehe. Da ist so eine Tür. Diese drei grünen Striche sind eine dreifache Tür. Und die drei grünen Punkte sagen mir, wo ich überall dran drücken muss, damit diese Tür aufgeht. Okay, verstehe. Das heißt, wenn ich hier reinkomme, komme ich hinten in diesen riesengroßen Raum. Und dann auch zu dem zweiten grünen Punkt. Und der erste, der ist einfach nur, wenn ich die Orientierung nicht komplett verliere, der ist einfach da.
Ach, jetzt ist da zu. Ah, okay, Moment. Das Ding macht die Türen im Wechsel auf. Licht. Jetzt ist gegenüber immer noch zu, jetzt ist aber da auf. Ah, verstehe. Okay, alles gut. Nochmal. Jetzt ist der Ausgangszustand wieder. Ja. Und hier rechts um die Ecke. Das ist nicht nötig. Ist eine Falle. Oh. Kann ich dich irgendwie deaktivieren? Das ist ja... Das sind zwei hintereinander. Okay, ich speichere mal lieber. So, theoretisch geht's damit, aber... Mhm. Wenn man nicht mit dem Kopf da oben an diesem Ding da hängen bleibt, dann geht das vielleicht sogar. Ah, nächster Versuch. Ich muss einfach nur ganz entspannt darüber gleiten. Das kann doch nicht so schwierig sein. Und auch nicht zu hoch. Ja. Sehr schön. Ach hier, eine Winde macht das Tor auf. Nehme ich mal an. Heilkraut. Und hier der Hebel. Der macht ganz bestimmt die beiden Fallen aus. Da bin ich mal ganz zuversichtlich. Alles andere wäre total gemein. Schwere Truhe. Ich brauche einen Dietrich. Du brauchst keinen Dietrich. Du hast eine Rune, mein Lieber. Und zwar auf der 9 hast du die. Was ist hier drin? 15 Bolzen, ein großer Mana-Trank, eine Spruchrolle Lichtzauber, eine Spruchrolle Skelett beschwören und einen kleinen Antimagie-Kristall finde ich da. Schön. Und jetzt voller Vertrauen in die Fairness der Spieledesigner. Oh, hier liegt noch was. Ein Bolzen liegt hier, eine leichte Armbrust. Noch ein Bolzen. Mach mal lieber Telekinese an. Die Winde habe ich betätigt, da ist der Hebel, genau. Nö, hier lag eine Armbrust und zwei Bolzen, das war's. Gut, hier muss ich nicht mehr rein. Und die erste Tür ist auf. Und da gibt es noch ein Gitter und noch eine zweite Tür. Okay. Dann also hier rein und nochmal drauf gedrückt. Dann geht's hier auf. Karte. So, geradeaus, dann links abbiegen, da ist dann der Knopf und da ist dann so eine Sackgasse und geradeaus geht es in einen riesengroßen Raum, da werde ich erstmal nicht reingehen, sondern erstmal, hallo, kannst du auch noch einen Feuerball aktivieren? Danke. Ach so, hier ist zu. Ach, ich muss doch in den großen Raum und irgendwie erstmal eine Möglichkeit finden, hier aufzumachen. Oder ist das auch mit dem Schalter hier drin gekoppelt, also in dem kleinen Kämmerchen? Das wäre böse. Naja, aber ich kann es ja gerade nicht ändern. Antimagie? Magie wirkt hier nicht. Ja, Antimagiezone, übel. Karte? Dieser große Raum ist eine riesengroße Lavagrube. Aber hier müsste ein Räumchen sein, laut Karte. Also hier komme ich hoch, oder? Ja, das komme ich. Ja, da ist ein Räumchen. Ach, das ist die andere Tür, von der aus ich dahin kommen könnte. Nee. Wie mache ich dich denn auf? Ah. Du bist doch ein Schalter, oder? Daneben. Ich habe nur 100 Pfeile. Ah, das war der richtige. Magie wirkt hier nicht. Geht's hier wieder? Ja. Ihr sollt ja was sehen im Video. Oh, die nächste Steinplatte, Grünblatt. Jetzt frage ich mich, ob ich nochmal Weisheit bekomme mit der Steinplatte. Aber erstmal hier. Nee, du brauchst die richtige Rune. Und geh auf. 154 Goldmünzen, ein kleiner Mana-Trank, ein
Pilz, einmal Witz erzählen, einmal Levitationsspruchrolle. Also was wirklich Neues ist ja nicht mehr dabei. Ein Gluck. So, jetzt würde ich mich mal dafür interessieren, ob ich noch mehr als 200 Weisheit bekommen kann. Ich speichere mal gerade, sicherheitshalber. Also, ich habe ganz genau 200 Weisheit. Und die gibt angeblich 4. Okay, 200 Weisheit ist das Maximum, dann lade ich mal. Ich werde die Steinplatten nicht mehr benutzen, das wäre ja Verschwendung. Lieber verkaufe ich sie oder lagere sie irgendwo ein. Vielleicht stifte der Magierdieb sie der Bibliothek der Vulkanfestung. Für zukünftige Magierdieb-Generationen. Auf jeden Fall brauche ich mich jetzt nicht mehr so zu freuen, wenn ich eine Steinplatte finde, die nutzt ja nichts mehr. Und mit dieser traurigen Erkenntnis verabschiede ich mich aus diesem Video und weiter geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.